Halber Clan weg und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was ging denen eigentlich hier vor? Ich lasse mal den von Billy hier im Hintergrund so ein bisschen spielen. Ja, okay, der Billy hat es ein bisschen einfacher gehabt und das ist immer noch aus dem Bug-Zeitalter des letzten Updates, dass hier einige ihre Showbase noch drin haben oder drin hatten. Sogar noch drin haben. Selbst bei uns im Clan gab es den einen oder anderen, der das überhaupt nicht mitbekommen hat, dass es hier solche Bugs gab oder überhaupt nichts mehr mitbekommen hier in Clash of Clans. Und aber warum ist eigentlich der halbe Clan weg? Der halbe Clan ist weg, weil der Leader wieder mal garstig war und mal wieder ein bisschen zu genau hingeschaut hat, was ich vielleicht hätte nicht machen sollen. Manchmal soll man einfach auch nur wegschauen und einfach den Mund halten oder halt hinschauen und agieren, keine Ahnung. Ist immer schwer, so ein bisschen die gesunde Mischung da zu finden. Zwischen, ich möchte nicht missverstanden werden und bitte versteht mich. Oder so ähnlich. Aber was ging dem eigentlich hier vor? Der vorletzte Clankrieg hier war noch 2 Stunden und 28 alt. Ich glaube, ja, er tickerte so runter und wir hatten erst so eine Handvoll Angriffe gemacht. Ich glaube, es war ein 20er CK oder ein 15er, ich weiß es gar nicht mehr. Und 2 Stunden vor Schluss oder 2,5 Stunden vor Schluss hat irgendwie keiner mehr die Muße gehabt anzugreifen. Clan war leer, 1 von 50 war alleine. Und dann habe ich irgendwann auch tatsächlich geschrieben, Leute, warten wir auf noch besseres Wetter. Im Moment ist das sehr, sehr schön. Frohe Pfingsten nochmal. Und hab dann gesagt, Leute, mach doch wenigstens unten die 10er weg. Ja? Der Gegner hatte 2 10er Bases, ein 11er sogar noch dabei und wir waren unten only ab Rathaus 12 aufwärts. Und ich hatte allerdings auch selber 2 Leute dabei, die waren nur Platzhalter, also das mache ich auch ganz gerne. Ich nehme einfach so Placeholder mit, damit wir eine volle Punktzahl, eine volle Memberzahl haben in den Clan kriegen. Und deswegen nehme ich da manchmal auch Leute mit, die nicht da sind oder wo ich weiß, die bauen gerade was aus oder was auch immer. Und oder ich will sie halt sowieso kicken und suche nur einen Vorwand. Aber ich wollte eigentlich gar keinen kicken hier. Hab mir dann aber doch mal so ein bisschen während der Clankrieg noch lief, das waren so die letzten 2 Stunden, ich bin dann auch, glaube ich, irgendwann mal live gekommen. Und da habe ich mir dann das ein oder andere Dörfchen dann mal angeschaut und habe dann gesehen, dass einige, glaube ich, das ist nur Glauben von mir, dass einige in diesem Clan hier wirklich nur abhängen. Wirklich nur abhängen. Ich meine, okay, der ein oder andere hat geschrieben, hey, warum hast du mich gekickt? Ich habe doch in der Clanstadt immer angegriffen und mache alle meine Clanspielpunkte. Ja, ich bin ganz ehrlich, das ist mir egal. Darauf gucke ich nie. Ich schaue mir nie an, wer greift eigentlich in der Clanstadt an und wer nicht. Das ist mir ziemlich egal. Und sondern für mich geht es hier eigentlich so ein bisschen darum, etwas mehr Aktivität zu zeigen. Aktivität kannst du natürlich zeigen, indem du hier ab und zu mal einen Clankrieg mitspielst und nicht nur wartest, bis die 7 Tage am Monatsanfang beginnen, man Liga spielt, eine Woche, also 7 Tage dann aktiv und dann wieder 23 Tage hier abhängt, wenn der Monat 30 Tage hat. Ja, und dann wirklich dauerrot ist. Diese Dauerroten, die habe ich gefressen, muss ich wirklich sagen. Es ist völlig in Ordnung, wenn jemand mal rot ist. Das steht ja außer Frage. Ja, einfach nur einmal getippt. Leute, ich will mal eine Woche weg und gut ist. Dann weiß man das. Ende. Ja, aber bei einigen, da kam gar nichts. Null. Und ich meine, ich spreche jetzt nicht jeden persönlich an, so nach dem Motto, Paul, was ist denn mit dir los? Wolltest du nicht mal wieder einen Clankrieg mitspielen? Wäre ja mal ganz schön, ne? Die ganze Zeit hier Max als 15er nur in Legende rumgammeln, das macht ja auch keinen Spaß. Ja, das meinen ja auch viele. Viele sagen ja, ich habe nichts mehr zu tun. Das stimmt ja nun mal gar nicht. Also in Clash of Clans gibt es diese Situation, ich habe ja nichts mehr zu tun, die gibt es einfach nicht. Ja, diese Aussage, die kann ich nicht teilen. Die gibt es einfach nicht. Es gibt immer was zu tun. Und wenn es nur ein Clankrieg ist, wenn man Maxt im Clandorf ist, im Dunkeldorf ist, wenn man Maxt im Heimatdorf ist und von mir aus ist der Clan auch Max in der Clanstadt, kann man immer noch was machen. Ja, man kann ja immer noch was machen. Man kann nämlich Clanspiele spielen. Ja, dann wird einem auch nicht so langweilig und man übt. Aber bei einigen habe ich das überhaupt nicht mehr gesehen. Tut mir leid, ich habe dann angefangen, die Leute hier rauszukicken, habe mir dann aber gedacht, halt, Toto, das geht auch anders.
Du nimmst einfach alle mit in den Clankrieg. Ja? Alle restlichen verbliebenen 40 habe ich dann mit in den Clankrieg genommen, um dann einfach nur mal zu checken, mal sehen, ob der ein oder andere denn nicht doch mal wach wird. Ja? Und es wurden dann plötzlich welche wach. Hey, warum bin ich denn mit im Clankrieg? Ich habe extra eine Mail geschrieben. Leute, ihr braucht nicht angreifen, wenn ihr im Clankrieg mit dabei seid. Ich will nur mal sehen, ob ihr auch noch alle lebt. Ja? Und dass dann der ein oder andere vielleicht auch mal tippt und sich dann plötzlich beschwert. Ja, also was heißt nicht beschwert, sondern dass dem einen oder anderen dann plötzlich auffällt, hey, da ist ja meine Showbase als CK-Base drin. Und da muss ich auch ganz ehrlich schreiben, das ist mir dann leider auch egal, wie gut oder schlecht ich die Leute dann teilweise kenne. Aber da muss ich auch wirklich sagen, Leute, das ist ein Bug, der ist jetzt schon 2 Wochen alt. Und ich habe sogar mal in einer Mail geschrieben, dass es so ist. Wer das noch nicht mitbekommen hat, der spielt halt nicht mehr die Spiele hier so richtig wirklich. Viele kommen hier rein, habe ich sogar gelesen im Chat. Viele kommen rein, machen stumpf ihre 2 Angriffe und sind dann wieder weg. Richtig weg. Also die gucken dann auch nicht nochmal rein oder so. Ja, die machen vielleicht dann noch ihre Legendenangriffe, wenn überhaupt. Und dann war es das. Das ist nicht mehr, sage ich mal, das entspricht nicht mehr meinem Anspruch. Mein Anspruch ist, dass ich auch mal einen Angriff verpenne, ja. Aber ich bin, glaube ich, immer für den Clan hier relativ aktiv mit meinen 14er und 15er. Das sind halt die beiden, die nichts mehr zu tun haben. Natürlich haben die reichlich zu tun. Aber ich spiele wenigstens mit. Ja, sagen wir mal so, auch wenn ich total keinen Bock auf Clash of Clans habe oder mir das Game wirklich hier zum Hals raushängt, weil das Nachtdorf jetzt doch irgendwo komisch geworden ist. Und an Pushen ist da gar nicht zu denken, wenn du Defensive ausbaust, die da 8 oder 9 Tage braucht, selbst mit Pass. Und mache ich die Clankriege trotzdem mit. Ich bin halt dauergrün. Ich sage mir selber, ich habe den Anspruch, wenn ich alle Helden fertig habe und bin nicht im Urlaub oder bin sonst wie abseits oder auswärts, dann spiele ich die Clankriege hier mit. Punkt. Aber einige machen das halt null. Ne? Die hängen, wie gesagt, dieses Abhängen, das ist mir ein bisschen wieder. Jetzt ist der halbe Clan ist jetzt weg. Ich sag mal so, wir haben jetzt eigentlich alte Situationen wieder hergestellt. Wir werden eine 15er Liga wohl hier mit Biegen und Brechen irgendwie hinbekommen mit 15ern. Aber ist es mir lieber, wenn wir einen kleineren Clan haben, der aktiver ist. Also ein Clan mit 50 Leuten, wo ich einen 10er Clankrieg spiele, der ist für mich tot. Ist einfach so. Und ich habe dann lieber einen kleineren Clan, so wie jetzt, so mit 34 Leutchen, wo ich aber weiß, da spielen locker 20 bis 25 Spielen Clash of Clans. Ja, ist mir an der Stelle dann einfach lieber. Und die dann gegangen sind, die können gerne wiederkommen. Auch das steht außer Frage, wenn sie dann wieder ein bisschen aktiver sind. Aber hier nur so abhängen, wochenlang und wirklich nichts von sich geben und der Clan ist voll und ich verbaue dann ja eigentlich den Leuten eine Chance, die hier wirklich rein wollen und hier wirklich mitspielen wollen, weil die sehen, oh, Totus Clan ist mit 50 Leuten voll, da geht was. Nö, da ging nämlich nichts. Ja, das sah nur so aus, als wenn wir ein toller, voller Clan wären. Wir waren 50, ja, aber sagen wir mal, von den 50 waren 18 aktiv und der Rest nicht aktiv. Okay, viel geschnaggelt, also halber Clan leer und ich möchte aber auch noch wieder ein bisschen Clash of Clans spielen. Also ich habe hier angegriffen. Ich nutze die Clankriege natürlich auch so ein bisschen, um auf die Liga hinzuspielen. Und habe meinen persönlichen Rekord, so ganz beiläufig tatsächlich, habe ich eingestellt. Ich habe es nicht ganz geschafft, Leute. Mir fehlte ein verdammter Stern, bis auf 5500 zu kommen. Aber okay, 5.499 ist fast 5.500 und ich bin dann rausgegangen aus der Liga mit 5.488, bin also doch nochmal angegriffen worden. Gestern Abend habe jetzt heute schon einmal 40 kassiert, gleich den ersten Angriff und bin aber trotzdem ganz zufrieden, weil es für mich so nebenher lief. Ja, also ich habe meine Angriffe recht gut gemacht. Ich glaube, ich hatte so um die knapp 200 Angriffe gemacht in der letzten Saison. Ich habe auch ein paar nicht gemacht im Laufe des Monats, aber das war für mich völlig in Ordnung und ich denke mal, so zeige ich zumindest, dass ich aktiv bin. Ja, ich spende. Oh, die kann ich sogar richtig spenden hier. Die habe ich nämlich, eigentlich habe ich die sogar gerade im Ausbau.
sehr ärgerlich. Eigentlich habe ich die sogar gerade im Ausbau, denn die Magier nehme ich im Moment ganz gerne mit in die CKs. Ihr seht, ich bin jetzt schon zweimal angegriffen worden. Einmal mit minus 40 und einmal mit minus 11. Okay, gehen wir rein. Das ist meine Truppe. Nennt sich Hybrid. Schwierig auf Rathaus 15, aber ich probiere es jetzt schon wieder seit einer Woche. Denn vor allen Dingen solche Rathäuser hier, echt schwierig. Echt schwierig, muss ich wirklich mal so sagen. Denn ich würde natürlich ganz gerne den Adler da hinten weg haben, würde aber auch ganz gerne, klar, das Rathaus bekommen. Aber ich glaube, das Rathaus ist noch mal eine Nummer größer. muss man ganz klar sagen. Wir nehmen mal hier den Mauerbrecher rein. Unsere Queen. Und vor allen Dingen habe ich nur einen Fries hier. Ich habe nur einen Fries, Leute. Das ist echt wenig. Okay, der ist aber schon mal weg. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich nur keinen Mauerbruch mehr. Okay, ich habe nur keinen Mauerbruch mehr. Das ist nicht so gut. Oder sagen wir mal so, das ist egal. Okay, mein King geht da hinten. Oder geht außen lang. Aber ich habe ein Gift auf jeden Fall dabei. Jetzt ist der Adler schon aktiv. Ich muss meinen King vielleicht mal zünden. Ah, die Queen geht mir immer weiter rum da. Okay. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich muss jetzt gleich eben mit meinem Hybrid starten. Und ich denke mal, wir starten den Hybrid dort. Ich muss gestehen, ich weiß gerade ganz leise. Ich weiß jetzt gar nicht, wo meine ganzen Truppen sind. Okay, mein Royal Champion ist hier unten. Und meine Hawks sind aber down. Okay, na, war eine knappe Sache. Okay, war eine knappe Sache, Leute. Aber von nichts kommt nichts. Also wir müssen in jedem Fall das Ganze ein bisschen üben. Vor allen Dingen, gerade wenn so ein Rathaus hier auf Ecke steht und die ganzen Helden da rumrum sind, da kann ich nicht mit meiner Queen starten. Das überlebt die nie. Jetzt ist sie immerhin fast rumgegangen. Nur der Hybrid war jetzt am Ende ein bisschen zu schlapp. Hätte ich vielleicht doch ein bisschen schärfer spielen sollen. Hätte Fahrradschlauch. Aber ich nehme den trotzdem noch wieder rein. Den Hybriden. Denn wir wollen ja auch in dieser Saison in jedem Fall am Ball bleiben. Und dann nehme ich mal meine zweite Garnitur hier, die ich im Moment habe. Das sind die Superbogies mit Erdbebenzauber. Die Superbogies mit Erdbebenzauber hatte ich ja in irgendeinem Clankrieg von uns aus gesehen. Okay, da fehlt mir aber eine Karre. Die lasse ich mir einfach so geben, glaube ich. Ich glaube, die lasse ich mir so spenden. Dann bekommen die anderen auch. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Ich glaube, so ist es besser. 2, 3, 1. Ich wollte eigentlich ganz gerne mal wieder einen Bohrer mitnehmen. Deswegen habe ich einen Bohrer in der Armee. Okay, gehen wir trotzdem rein. Also ein bisschen live Clash of Clans hier. Neben dem ganzen kleinen Trubel und Ärger, der hier so vorherrschte. Aber okay, was willst du machen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann habe ich das Ding da ganz schon auf. Okay. Eieiei, das ist natürlich auch spannend, ne? Das ist natürlich auch spannend, würde ich sagen. Das ist aber auch eine ziemlich spannende Sache. So, der Multi stand da erschreckend gut. Würde ich mal so sagen.
Wer geht denn eigentlich da oben hin? Ach so, okay. Ja, jetzt gehen meine Truppen so langsam mal Richtung Rathaus. Aber wirklich nur langsam. Da müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass der uns das da nicht wegbrät. Aber wir haben noch so ein bisschen was. Oh, da ist noch eine Titanin. Okay, die müssen wir da wegmatchen. Aber letztendlich geht er auch nicht zum Rathaus. Okay, Leute, zwei Einsterner. Die Juni-Saison fängt echt gut an bei mir. Muss ich so sagen. Wo läuft der denn hin hier? Der lief aber gerade ein bisschen weit, ne? Donnerwetter. Der lief aber gerade ein bisschen weit. Okay, wo ist denn meine Queen eigentlich? Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo meine Queen ist. Ach da. Okay, Queen. Geh doch jetzt mal rum. Oh ja. Sie wurde erhört. Okay. Jawohl, haben wir bekommen. Also doch keine zwei Einsterner. Und mit noch nicht mal so schlechten Prozenten. Kriegen wir Monolith noch? Nein, kriegen wir nicht mehr. Okay, also doch gar nicht mal so schlecht gemacht. Mein zweiter Angriff, der war in Ordnung, würde ich sagen. Der erste, okay, mit dem Hybrid habe ich auch schon 40 Sterne geholt, beziehungsweise einmal drei Sterne geholt mit 40 Pokalen in der letzten Saison. Also das geht durchaus. Ja, da könnte meine Zuschauer fragen aus dem Chat. Wir sind noch bei 4,987. Okay, ich bin auf jeden Fall in einer Liga. Ich bin in der Legendenliga. Die hat ja mit 5000 gestartet und ich bin jetzt natürlich ein bisschen hinter mit minus 13. Okay, ist nicht ganz so schlimm. Passt auf jeden Fall. Das Video kommt ja jetzt erst am Dienstag. Das heißt, ich habe am Montag womöglich nochmal zwei Pässe verlost an zwei Leute, denn ich habe viermal, glaube ich, den Pass jetzt intus. Muss ich mal gerade gucken. Ja, ich habe hier zwei und ich habe zwei mit dem Avatar. So habe ich es diesmal gemacht, damit ich auch zwei Stück verschenken kann. Das mache ich im Laufe des Monats nochmal, wahrscheinlich so um die Mitte des Monats. Mal sehen. Den Pass könnt ihr dann übrigens auch immer einsetzen. Es gab noch keine Informationen, was jetzt überhaupt kommt. Vielleicht heute am Dienstag. Ich drehe das Video ja am Mittwoch, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal wieder übertrieben habe, ob ich ein Arsch bin oder nicht, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber halbe Clan ist weg. Und ja, wir sind ganz gut dabei, aber wie gesagt, die Leute haben natürlich jetzt mit Masse hier den Clan verlassen, was ich jetzt nicht als so super schlimm empfinde. Wenn euch das Ganze trotzdem ganz gut gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben, vor allen Dingen am Twitch-Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch mal live dort seht, beziehungsweise ich höre oder sehe, dass ihr bei mir live mit im Kanal seid. Würde mich in jedem Fall freuen. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Ich sage wieder eine kurze Woche. Nächste Woche haben wir auch wieder, glaube ich, einen Feiertag irgendwo so mittendrin oder übernächste Woche ist es, glaube ich, schon. Und also kurze Wochen im Moment. Und aber ich denke, wir werden uns in jedem Fall sehen mit neuen Videos, vor allen Dingen dann natürlich aus der Liga. Mal sehen, was wir noch zustande bekommen in den vier Clans. In zwei Clans ist auf jeden Fall gesichert, dass wir die Liga spielen. In den anderen beiden Clans weiß ich es ehrlich gesagt im Moment noch nicht. Das sehen wir dann. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit, euer Toto. Clasht.